Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Koalitionsausschuss einigt sich auf Verlängerung von Kurzarbeitergeld. Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, soll die Zahlung auf bis zu 24 Monate ausgeweitet werden. Der erleichterte Zugang zur Grundsicherung wird bis Jahresende verlängert, ebenso die Überbrückungshilfen für kleine und mittlere Betriebe. Koalition findet Kompromiss bei Wahlrechtsreform. Für die Bundestagswahl 2021 soll es bei 299 Wahlkreisen bleiben. Erst 2025 soll es eine Verringerung auf 280 Wahlkreise geben. 2021 sollen Überhangmandate einer Partei teilweise mit Listenmandaten verrechnet werden. Grüne, Linke und FDP kritisieren die Pläne. Berlin verbietet Corona-Demonstrationen am Wochenende. Das teilte der Senat auf seiner Internetseite mit. Zur Begründung heißt es, man befürchte, dass es zu Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung kommen werde. Die Versammlungen am 1. August hätten gezeigt, dass die Teilnehmenden sich bewusst über Hygieneregeln hinwegsetzten. Erneut Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im US-Bundesstaat Wisconsin. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Auslöser ist ein Vorfall vom Sonntag. Ein Schwarzer war durch Schüsse in den Rücken von Polizisten schwer verletzt worden. US-Bundesstaaten Louisiana und Texas bereiten sich auf Hurricane Laura vor. Meteorologen erwarten lebensbedrohliche Sturmfluten mit 3 Metern über Normalpegel. Der Wirbelsturm zog bereits mit 145 Stundenkilometern durch die Karibik. Zahlreiche Menschen kamen in Haiti und der Dominikanischen Republik ums Leben. Das Wetter: im Norden und in der Mitte stürmisch mit Sturmböen, dazu teilweise kräftiger Regen und einzelne Gewitter. Im Süden trocken und oftmals freundlich, 18 bis 28 Grad.